Gretjans Müllers Fangemeinde muss nicht länger warten. Auch diese Woche senden wir wieder eine Folge von Backen mit Gritti. Heute gibt es etwas, das fast allen schmeckt und dafür braucht man nicht mal einen Backofen. Hallo und herzlich willkommen hier in der Goldbrötchenbäckerei Jansmüller zu Backen mit Gritti. Als erstes möchte ich mich bedanken, dass Sie immer so zahlreich einschalten, so liebe Zuschriften uns senden. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht gedacht, dass das so gut ankommt, diese Sendung. Und ich habe gedacht, wir machen uns heute wieder so eine leckere Torte, eine Quark-Sahne-Torte mit frisch pürierten Erdbeeren. Und wir fangen gleich mal an. Ich weiß, Sie haben alle ein bisschen Ihre Schwierigkeiten mit der Gelatine. Wir nehmen 30 Gramm gemahlene Gelatine. Machen Sie sich nicht ganz so einen Kopf, nehmen Sie einfach eine schöne, volle Kelle kaltes Wasser. Bei 30 Gramm, dann geben wir das, rühren das ein bisschen auf. So. Da brauchen wir keine Blattgelatine, da brauchen wir gar nichts. Das lassen wir dann schön quellen. Stellen wir zur Seite. So, und ich habe ja gesagt, es wird eine schnelle Torte. Deswegen heute ohne Backen, nur einen Kühlschrank brauchen wir, der muss schön kalt sein. Da haben wir einen schnellen Keksteig. Das heißt 200 Gramm Kekse, Butterkekse, Haferkekse, Dinkelkekse, was Sie gerne haben. Die werden schön zerklopft, zerstanzt. Und dann 100 Gramm flüssige Butter. Die geben wir hinzu. So. Und das geben wir richtig schön verrühren. Man denkt, es wird nicht fest, aber das wird wirklich richtig schön fest. Man sieht schon, die Kekse nehmen die Butter schön auf. So. Dann geben wir das alles in unsere Springform. Heute habe ich die Springform nicht gefettet und nicht eingemehlt, sondern habe nur lediglich so ein schönes Backpapierblatt eingespannt mit. Da geben wir alles drauf. So. Dann drücken wir das alles schön an. Am besten Sie nehmen die Hände oder eine Handboden da dazu. Können ruhig bis zum Rand schön gehen. So. Dann stellen wir das einfach zur Seite. Wir müssen es nicht kalt stellen, gar nichts. So, und machen weiter mit unserem Quark. Dazu haben wir 200 Gramm Quark. Das geben wir alles in der Schüssel. So. 200 Gramm Quark. 100 Gramm Zucker. Alles schön mit rein. Und 300 Gramm schöne pürierte Erdbeeren. So, das geben wir auch mit hinzu. Genau. Dann rühren wir das erstmal alles schön auf, dass das alles schön verbunden ist. Das sieht man schon, dass es schön rosa wird. Eine meiner Lieblingsfarben, sehen Sie ja oft bestimmt. Rosa, pink. So, und dann unseren Chili. Wie gesagt, der ist eingeweicht, den stellen wir schön ins Wasserbad, lassen ihn schön heiß werden und geben den dann, wenn er flüssig ist, einfach hinzu. Er muss wirklich schön heiß sein und dann rühren wir das Ganze einfach hier so mit auf. Da zieht noch nichts an, weil das temperiert ist. Dann nehmen wir unsere Sahne. Das sind 400 Gramm geschlagene Sahne. So. Geben erstmal die Hälfte mit zu und rühren die schon mal so ein bisschen mit runter. Dass wir erstmal so ein bisschen Struktur bekommen. So. Und dann nehmen wir den Rest mit rein. Die muss ungesüßt sein. Ne? Wir haben ja schon 100 Gramm Zucker in dem Quark und in den Früchten. Geben wir alles rein. So. Dann ziehen wir das Ganze runter. Das ist wirklich eine leichte Torte. Man sieht ja, es sind nur 400 Gramm Sahne zu 200 Gramm Quark und 300 Gramm Früchten. Da überwiegt das andere mehr. So, wenn wir das haben, nehmen wir unseren Spatel, gehen nochmal so schön drunter und geben das Ganze dann auf unseren Keksteig. Ich stelle den Keksteig nicht unbedingt in den Kühlschrank, weil der kann ruhig noch ein bisschen weich sein. Dann zieht die Sahne so schön mit in den Keksteig rein und es gibt einen besseren Halt und einen besseren Stand. Dann machen wir das ein bisschen breit. Wie gesagt, die ist relativ flüssig. So. Rütteln es noch mal ein bisschen auf.
So. Und das war's auch schon von der Herstellung. Jetzt geben wir das Ganze für 2,5, 3 Stunden in den Kühlschrank. So. Heute kein Ofen, ist auch mal was anderes. So ist es bei uns in der Konditorei. Wir haben natürlich immer viel. So. Genau. Das für 2,5, 3 Stunden und dann ist das okay. So. So, ich habe schon eine Torte hier. Wie gesagt, 2,5, 3 Stunden. Das ist nicht ganz so schnell. Hier haben wir sie schon, unser Herzstück. Und die sieht doch ganz klasse aus, ne? Richtig schön glatt, ist trotzdem ganz, ganz fluffig. Und jetzt kann man das Ganze noch ein bisschen auftoppen, aufpimpen. Ich würde sagen, wir nehmen ein bisschen weiße Schokolade. Geben die so drüber. Ziehen die so ein bisschen breit. So. Es muss nicht ganz bis zum Rand, Sie können es überlaufen lassen, wie Sie gerne wünschen, wie Sie es gerne hätten. Das ist völlig egal, das ist Ihnen überlassen. Dann mache ich meistens noch so kleine Kleckse rosa rein. Wenn wir schon mal rosa haben, können wir es auch mal richtig ausnutzen. So. Und dann kann man das mit einem Löffel oder mit der Gabel so ein bisschen reinziehen, verstreichen. Immer so ein bisschen bis zum Rand, dass das erstmal ein bisschen so. So, da das noch nicht ganz fertig ist, habe ich gedacht, wir nehmen noch ein paar so kleine Erdbeeren, die können Sie antauchen. Die setzen wir dann so ein bisschen drauf. So. Oder auch ein paar Weinbeeren, wie gesagt. Das ist egal, was Sie gerne haben, können Sie draufsetzen. So. Dann noch ein bisschen Glitter und Flitter. Das ist mein Ding. Das sehen Sie wahrscheinlich immer wieder, dass das Glitzer sich hier widerspiegelt. Das ist so. Und Sie sehen, ruckzuck haben wir so eine himmlische Quark-Sahne-Torte. Wie gesagt, heute mit Erdbeeren fertig. Ich denke, das lässt sich sehen. Auf jeder Geburtstagstafel, Kaffeetrinktafel, überall. Ich würde sagen, probieren Sie es. Ich hoffe es. Ich hoffe, Sie rufen mich wieder an. Ich hoffe, Sie schalten ein. Ich freue mich ganz, ganz, ganz sehr, wirklich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. An alle, die jetzt ein kleines Tief haben, ich wünsche Ihnen alles Gute. Drücke Ihnen die Daumen. Ihre Grit aus der Goldbrötchenbäckerei. Tschüssi.